Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin Diana Weber und ich bin seit einem Jahr Volontärin in der Pressestelle vom Erzbistum Freiburg. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir seit einiger Zeit 2 E-Autos in unserem Fuhrpark. Und ich persönlich bin aber noch nie eines gefahren. Das werde ich heute ändern und ihr dürft live dabei sein. Unser Ziel ist der Feldberg, wo unser Erzbischof Stefan nachher einen Gottesdienst hält. Mal gucken, ob wir es dorthin schaffen. So, jetzt sind wir am E-Auto. Gestern habe ich schon eine kleine theoretische Einführung bekommen. Mal gucken, ob das in der Praxis auch so easy funktioniert, wie mir gesagt wurde. Fangen wir mal an. Jetzt müssen wir das Auto nämlich erstmal ausstecken. Jetzt müssen wir erstmal das Auto entriegeln und dann können wir hier den Stecker entriegeln. Ups, und dann rausziehen. So, den hängt man dann hier an der Tankstelle ganz einfach hin. Der tropft auch nicht. Für den Fall der Fälle, dass wir liegen bleiben. So, ist noch ein Ersatzladekabel für eine normale Steckdose. Dann können wir eigentlich losfahren. Das ist der Schlüssel. Den stecken wir hier rein. Das gute Auto ist Automatikauto. Fahre ich eigentlich nicht so gerne. Also, wovon ich jetzt ein bisschen irritiert bin, das ist die Lautstärke des Autos. Also, beziehungsweise die nicht vorhandene Lautstärke, weil man hört eigentlich gar nichts. Es ist extrem ruhig und leise und gerade wenn man jetzt irgendwie an der Ampel steht oder ja, abbiegen will, dann ist das ganz, ganz ruhig. Aber gut, ist natürlich für die Umwelt und was Lärm angeht, eigentlich ein Vorteil. Also hier in der Ecke links seht ihr die Batterieanzeige. Und was jetzt eigentlich immer faszinierend ist, wenn ich vom Gas runtergehe oder ja, wenn es bergab geht, gehe ich sowieso vom Gas runter, dann lädt der Akku wieder auf. Und so verbraucht man, wenn man jetzt irgendwo bergab fährt, eigentlich so gut wie keinen Strom. Im Gegenteil, man gewinnt noch dazu. Das ist faszinierend. Ich probiere jetzt mal den Eco-Modus aus. Ich denke mal jetzt für einen Überholvorgang oder für die Autobahn ist das jetzt nicht so das Beste, aber für unsere Strecke ist das völlig in Ordnung und spart natürlich nochmal eine ganze Menge an Strom. Jetzt haben wir es geschafft. Der Gottesdienst ist jetzt vorbei. Wir wollen mal schauen, ob wir den Erzbischof bei der Weihe der Zimmer auch sehen können. Nachdem der Erzbischof jetzt hier die neuen Zimmer gesegnet hat und seinen Gottesdienst abgehalten hat, findet da drin jetzt noch ein kleiner Umtrunk statt. Und im Anschluss Mittagessen mit dem Erzbischof und den Familien. Aber wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle schon mal und hoffen, dass wir gut und sicher zurück nach Freiburg kommen.